da kommt er. Ein Freund, aber kein Helfer. Dirk Bielefeldt. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier im Festzelt und auch zu Hause mit der Mattscheibe. Ich, für die, die mich noch nicht kennen, Holm ist mein Name, Herr Holm für Sie. Ja, ich wollte heute die Gelegenheit nutzen und Ihnen eine Geschenkidee präsentieren, mit der Sie, so glaube ich, bei Freunden und Bekannten sicherlich einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen werden. Ermuntert durch die immer mehr um sich greifende Begeisterung größerer Bevölkerungsteile haben wir von der Hamburger Polizei ein Spiel entwickelt, das auch dem Laien einen realistischen Einblick in die polizeiliche Praxis vermitteln kann. Einer gegen alle, so der Titel, ist ein durch und durch interessantes Gesellschaftsspiel für Jung und Alt. Ausgezeichnet übrigens vom Deutschen Lehrerverband mit der Goldenen Beule 93 für pädagogisch hochwertigen Spielkram. Fachlich betreut wurde die Konzeption von unserem Hamburger Polizeipräsidenten persönlich, der ja auch schon, wie Sie wissen, für den sogenannten Hamburger Kessel, heute ein Klassiker unter den Polizeispielen, verantwortlich zeichnete. Tja, schon in der Grundausstattung enthält das Spiel alle notwendigen Dinge, um mal so einen richtigen Bürgerkrieg vom Zaun zu brechen. Und wer wollte das nicht? Auf eine umfangreiche Spielanleitung konnten wir übrigens ganz verzichten. Sie werden überrascht sein, wie viele Regeln Sie ganz von alleine beherrschen. Aber ich will mal gar nicht viele Worte verlieren. Steigen wir einfach mal ein in das Spiel. Zum Beispiel hiermit. Das ziehe ich nur einfach über und schon ist die Tarnung perfekt. Jetzt noch ein, zwei Spielsteine und es kann losgehen. Ne? Ole, 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 ole. Hey! Alle wollen dasselbe, pullern in die Elbe. Hey! Haut die Bullen platt wie Stollen. Ole, ole, ole. Ich glaube, wir haben hier ein kleines Problem. Das war jetzt dumm von Ihnen. Ich wollte Ihnen nur mal was demonstrieren, deswegen können Sie hier nicht einfach mit Steinen schmeißen. Immer ein Stein ist nicht gleich Stein, da gibt es Unterschiede. Und die Wahl der Mittel sollten Sie schon mir überlassen, Freundchen. Aber bitte, ich meine, wenn Sie hier die Konflikteskalationsstrategie fahren wollen, bitte. Wir leben in einem freien Land. Ich meine, spielen wir das mal durch. Sehen wir mal, wie weit wir kommen mit Ihrer Lösung. Und Sie sind alle dran. Das ist aus Ihrer Mitte heraus geschehen. Wenn Sie hier mit Stein schmeißen, dann komme ich Ihnen hier mit. Ja, das ist noch völlig abstrakt für Sie, was? Das sagt Ihnen noch gar nichts. Das wird sich gleich ändern. Sehen Sie, das stelle ich nur einfach hier hin. Das Gerät. Ist eine ganz herrliche Erfindung. Passt in jede Handtasche, bequem mitzuführen und mit jeder handelsüblichen Batterie zu betreiben. Sie stecken immer nur rot auf rot und schwarz auf schwarz. Und dann funktioniert das wie bei der Modelleisenbahn. Hier die Ursache, dort die Wirkung. Dazwischen etwa 3 Meter Kabel. Nur sehr unangenehm. Dort sitzt der Herr, bei dem Sie sich hinterher bedanken können. Also passen Sie auf. Und nicht hier oben hinschauen, da unten spielt die Musik. Empfindliche Naturen sollten sich jetzt besser die Ohren zuhalten. Es wird sehr unangenehm. Also passen Sie auf und... So, das war mal so zum Kennenlernen. Was haben wir denn hier noch?
Hier ist auch noch die Familienpackung. Da sind auch gleich ein paar mehr Ballaststoffe drin, ne? Sehen Sie, das stelle ich auch nur einfach hier hin. Das Schöne ist, das Gerät bleibt immer das Gleiche. Nur die Wirkung ist eine andere. Auch hier immer nur rot auf rot und schwarz auf schwarz. Ja, jetzt wird es Ihnen ganz anders hier vorne, was? Damit haben Sie nicht gerechnet, nicht? Die Ersten werden die Ersten sein, Fräulein, ne? Da gehen wir mal ganz unchristlich vor. Dort sitzt der Herr, bei dem Sie sich bedanken können, nicht? Wobei, Moment, wir haben ja auch andere Möglichkeiten. So, Freundchen, Sie konnten doch so gut fangen, nicht? Hey! So, seien Sie schön vorsichtig, wackeln Sie dann. Hey, was ist denn da los? Jetzt auch noch feige sein, was? Was ist denn das für eine Memme? Moment, Moment. Ich wollte das ja nur mal demonstrieren. Ich will das lieber erstmal abbrechen hier, nicht? Um nicht noch den weiteren Verlauf dieser Veranstaltung zu gefährden. Nicht, aber Sie sehen ja. Punkte können Sie hier nicht machen. Hier geht es ums nackte Überlegen. Ich wollte Ihnen ja nur einen ersten Eindruck von unserem neuen Spiel vermitteln, nicht? Aber ich glaube, Sie haben das schon ganz gut verstanden, was? Fortgeschrittene übrigens verlegen dann den Spielort in Fußballstadien oder die Einkaufszentren der Innenstädte, um so spontan eine größere Anzahl von unfreiwilligen Mitspielern zu gewinnen. Übrigens, weitere Anregungen für den Spielverlauf können Sie dann auch täglich der Tagespresse entnehmen. Ich darf Ihnen schon heute viel Spaß dabei wünschen. Ich meine, Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass ich in diesen Zeiten noch offen in meiner Polizeiuniform durch die Gegend laufe. Ich bin noch nicht wahnsinnig geworden. Ich meine, nicht nur, dass man angepöbelt wird, auch noch mit Essensresten beworfen und so. Ich mache ich nicht mehr. Ich gehe nur noch gut getarnt raus. Als verdeckter Ermittler. Sehen Sie, so wie ich jetzt, in dieser Aufmachung, kein Mensch merkt, dass ich Polizist bin. Und trotzdem bin ich im Dienst. Mal so, mit dieser Kutte, nicht, als HSV-Fan, ich meine, da kann ich doch gleich ganz anders auftreten. Da ist vieles leichter. So einem Hooligan begegne man auch mit Respekt. Da denkt doch jeder, bloß keine falsche Bewegung, das könnte ins Auge gehen. Nur wenn mir trotzdem einer dumm kommt, gibt's zack was an die Becken. Da wird gar nicht lange gefackelt. Ich meine, da liegt doch das Problem. Bei einem Polizeibeamten regelt ein Wust von Paragraphen und Dienstvorschriften den sogenannten Einsatz körperlicher Gewalt. Als Hooligan verlasse ich mich einfach auf meinen Alkoholspiegel. Ganz natürlich. Sehen Sie. Sehen Sie auch, was die Verkehrssünde angeht. Ich meine, so in dieser Aufmachung, wie ich jetzt, habe ich doch ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten. Man statt nun wegen jeder Lappalie umständlich ein Bußgeldverfahren einzuleiten, kann ich so doch gleich an Ort und Stelle vollstrecken. Parkzeit überschritten, zack, ist die Antenne ab. Parken im absoluten Halteverbot, gleich mit ein paar Stichen das Fahrzeug tiefer legen. In besonders schweren Fällen wegsprengen. Nicht, sehen Sie, der Widerspruch ist auch nicht mehr möglich. Die Verfahren werden abgekürzt. Nicht? Und so ganz nebenbei bekommt man auch wieder ein direktes Verhältnis zu seinem Beruf. Ich meine, der Job soll doch Spaß machen. Ich bin doch nicht umsonst zur Polizei gegangen. Man will sich doch selber verwirklichen. Apropos, was meinen Sie, wie viele junge Kollegen wir schon in die Hafenstraße eingeschleust haben? Nee, allein schon wegen der Wohnungsnot.
Nee, und durch ein paar Autoeinbrüche bessern die sich noch ihr Gehalt auf. Nee. Leistung soll sich auch bei uns wieder lohnen. Nee. Ich wollte Ihnen das nur mit auf den Weg gegeben haben, nicht? Sollten Sie also vielleicht mal Ihr Fahrzeug in einem, na, sagen wir, etwas veränderten Zustand wieder vorfinden, oder vielleicht eine unfreundliche Begegnung mit einem Hooligan gemacht haben, laufen Sie nicht immer gleich zur Polizei. Man wird Ihnen da unter Umständen auch nicht mehr weiterhelfen können. In diesem Sinne, noch einen schönen Abend.